Hallöchen und willkommen bei einem neuen Mission Beautiful Video. Freut mich, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Wenn der Frühling nicht zu uns kommt, dann holen wir uns den und zwar mit ein bisschen Farbe. Und wie ihr sehen könnt, bin ich heute sehr, sehr knallig angezogen, habe sehr, sehr schön Pinky Lipstick auf meinen Lippen. Denn darum geht es heute. Trends, Tipps und Tricks, wie man die Lippen dann doch ein bisschen weicher bekommt, ohne viel Schnickschnack. Und ja. Falls Sie das interessiert, bleibt doch gerne dran. Wir sehen uns am Ende nochmal. Viele kennen wahrscheinlich das Power Renewal Serum und davon gibt es nächsten Monat eine Augencreme und zwar in Probiergröße. Die kostet 80 Cent, habe ich gerade gesehen. Also schlag zu, denn es geht jetzt genau um diesen einen Trick mit der Augencreme. Wenn eure Lippen wirklich sehr trocken sind, ich zeige euch hier jetzt mal ein Vorher-Nachher-Foto von meinen Lippen am Abend und von meinen Lippen am Morgen. Ich habe mir diese Probiergrößen gekauft. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Von Crusty Lips zu wirklich Smooth Lips. Also kann ich euch nur empfehlen. Ihr könnt euch das so vorstellen: Eure Haut unter den Augen ist einfach wirklich sehr, sehr dünn. Und ja, unsere Lippen sind nichts anderes. Die sind auch sehr empfindlich. Und auch da kann man das benutzen, wie ihr sehen könnt. Es hilft und da braucht man nicht viel zu pielen. Da Zucker, da Honig oder sonst was. Probiert es einfach mal aus. Jetzt kommen wir aber zur Trendfarbe. Ich habe das jetzt schon auf sehr, sehr vielen Laufstegen gesehen, dass entweder ein sehr, sehr frischer Pinkton, wie ich den jetzt drauf habe, im Trend ist, oder halt wirklich nude. Also es gibt nichts dazwischen, entweder nude oder richtig knallig. Braune Nude-Töne sind im Trend. Das ist jetzt der Hydra Morph. Dann habe ich hier den Hydra Blush. Den haben wir ja auch schon öfters jetzt mitgekriegt. Das ist eine sehr, sehr schöne Peach-Farbe. Und auf meinen Lippen habe ich jetzt gerade den Glimmerstick in Pink und den Hydra Pink drauf. Sehr, sehr schöne Kombination, sehr, sehr knallig, sehr frühlingshaft. Das ist die Farbe Power Pink von den Glimmersticks und wie gesagt einmal der Hydra Pink. Eine sehr, sehr schöne Kombination, da der Glimmerstick ein bisschen peppiger ist und ja, verschmilzt sehr, sehr schön mit dem Hydra Pink. Was noch im Trend sein wird, sind metallische Lippen. Und zwar haben wir hier, wie wir schon so oft gezeigt haben, und jetzt kommen die endlich ans Tageslicht oder werden gehypt. Hallo! Matt und metallisch. Wie gesagt, entweder dezent oder richtig knallig und auffällig ist dieses Motto vom Frühjahr. Ich zeige euch jetzt mal diese pinke Farbe geswatcht, weil das jetzt gerade mal so ein bisschen zu mir passt. Diesen Stift könnt ihr ganz individuell auftragen. Entweder trägt ihr den nur matt auf oder nur metallisch oder halt zusammen. Hier könnt ihr nochmal den Farbunterschied erkennen. Das hier ist die matte Seite und das ist diese metallische Seite. Das ist matt, das ist nur die metallische Seite und das ist beides zusammen. Kann eine sehr, sehr schöne Kombination ergeben. Bei welcher Farbe dieser metallische Effekt sehr, sehr stark rauskommt, ist die Farbe Crystal Morph. Und zwar haben wir hier einen sehr, sehr dezenten Roséton. Den zeige ich euch mal nur in matt. Also das ist dieser Ton. Und dann haben wir diesen, ja, diesen kristallischen, metallischen Effekt. Da könnt ihr den sehen. Und das ist wirklich Trend, richtig heftig. Auch diese Farbe zeige ich euch nochmal eben in Kombination. Matt, metallisch und beides zusammen. Traut euch an Farben ran. Wahrscheinlich kommen wir bei diesen ganzen Trends gar nicht mehr hinterher. 2023 ist sehr, sehr schnell wandelbar. Wir hatten nämlich auch rote Lippen mit einem dicken, fetten Gloss drüber. Auch das ist Trend. Also erzähl du mir mal gerne, was so dein Lieblingstrend ist. Und wenn du den Trick mit der Augencreme ausprobierst, dann schreib mir doch gerne mal hier unten in die Kommentare, ob das wirklich was bei dir gebracht hat und wie sich deine Lippen danach angefühlt haben. Meine Lippen sind echt wie auf Wolke 7 danach gewesen. Aber wie gesagt, dieses Foto sagt mehr als 1000 Worte. Wir sind schon am Ende des Videos angelangt. Es war schnell und knackig. Ich konnte euch einen Tipp von mir erzählen.
Und zwei Trends habe ich euch gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn!